Grüßt euch, Freunde. Tag 1, erster Versuch, wie versprochen, den Fuchsbau nochmal aufzusuchen. Wir haben heute Karfreitag, nennt sich das, glaube ich. Mich zieht es hinaus. Ich habe es seit dem letzten Mal es nicht geschafft, rauszugehen. Denn ich muss jetzt unbedingt rausgehen. Mich zieht es hinaus. Meine Frau muss arbeiten. Mein Sohn will unbedingt zum Sport. Und da dachte ich mir, okay, gehst du hinaus in die Natur. Wir haben heute 8 Grad circa. Es geht ein Wind, ein bisschen stärkerer Wind. Er kommt mir entgegen. Das passt, zwecks den, dass mich die Tiere nicht sofort riechen. Ich bin angezogen hier mit dicker Jacke, Bundeswehrpullover, hier Thermo, Bundeswehr-Thermohose, Salomon Winterschuhe. Hab sogar im Rucksack hier voll gepackt, als würde ich einen riesen Tour machen mit Unterwäsche noch, mit langer Unterwäsche. Weil wenn man doch lange sitzt, wird es kalt. Ich kenne es vom Angeln. Ich bin mit dem Auto bis zum Waldrand gefahren, obwohl es bloß 500 Meter sind. Aber ich wollte nicht erst ins Schwitzen kommen und dann fange ich an zu frieren. Habe ich mich hier die paar Meter den Berg hoch gequält. Mir ist es recht warm. Ich muss es langsam machen, dass ich nicht schwitze. So, jetzt gehen wir dahin. Hier vorne ist ja der Einstieg wieder zu diesem Wildwechsel. Wir gehen aber außen rum zu dieser Beobachtungsstelle. Hoffentlich finde ich sie auf Anhieb, ohne viel Krach zu machen, die wir letztes Mal gesehen haben. Und jetzt machen wir mal los. Mal sehen, wir haben es jetzt 15 Uhr. Es wird sozusagen heute später dunkel als sonst. Ich hoffe trotzdem, dass wir vielleicht Glück haben. Aber es ist der erste Versuch und bis jetzt blüht noch nichts groß oder grünt, aber die Knospen hier sind schon recht weit. Also wenn ich viel Erfolg haben will, dann jetzt, um von Weitem zu beobachten, als später, wenn dann alles grün ist, ne? Wie ich schon sagte. Wir machen jetzt los. Wildschweine ganze Arbeit geleistet. Von da bin ich gekommen. Bin ich gekommen. Ich bin jetzt hier einen großen Umweg hochgelaufen, um nicht direkt da am Waldesrand lang zu laufen, damit mich die Tiere sehen. Und jetzt muss ich mich, da unten ist dieser Baum, gerade daran pirschen. Da unten muss ich. So, hier ist es mal ganz leise.
für sensationelle Aufnahmen. Geil, geil, geil. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Ich habe dort maximal 20 Minuten gesessen und dann sind diese fantastischen Aufnahmen entstanden. Ey, echt sowas Fantastisches. Krieg mich gar nicht wieder ein. Der Fuchs lag ungefähr 20 Meter von mir entfernt und sonnte sich, ruhte sich aus. Und es ist einfach fantastisch. Und dann hat man gesehen, er hat irgendwas gewittert, was gehört. Es kann auch sein, dass der Wind kurz drehte und er meine Witterung aufgenommen hat. Und dann ist er verschwunden in seinem Fuchsbau. Ich habe jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde gesessen und wollte eigentlich gerade aufbrechen. Dann kamen die zwei ja noch mal raus, ganz kurz, ehe ich die Kamera anhätte, ehe ich das in diesem Dickicht mit dem Kamera gefunden habe und eher scharf gestellt habe, sind sie dann noch weg. Die haben sich noch mal kurz gebalgt oder Spaß gemacht oder was auch immer und dann waren sie weg. Vielleicht ist auch der Mann zur Arbeit gegangen und die Frau bleibt zurück. Ich weiß nicht, ob sie schon Junge haben. Aber es war alles richtig gemacht. 4 Wochen später, sage ich jetzt mal so, werden die Aufnahmen garantiert nicht zustande gekommen, denn wäre alles mit Blattwerk versperrt gewesen, die Sicht. Also es war alles gut. Mir ist jetzt kalt. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen warm laufen und mal an meine Abonnenten, an meine Zuschauer. Das war jetzt mit einem 140er Objektiv, also bis 140, glaube ich, geht das Objektiv. Und für richtig schöne Naturaufnahmen und Tieraufnahmen bräuchte ich natürlich wahrscheinlich was wesentlich Größeres. Ich habe die Panasonic G6. Vielleicht hat jemand Erfahrung, was für Objektive man für diese G6 im großen Zoom-Bereich mit einer gewissen Lichtstärke nehmen sollte, dann schreibt es einfach mit drunter ins Kommentar, wer Ahnung hat. So, ich laufe mich jetzt erstmal warm und mal sehen, ob wir noch was sehen. Ich laufe einfach nochmal bei dieser Sude vorbei, die wir letztes Mal gesehen haben. Ich glaube nicht, dass wir dort was sehen, es ist einfach noch zu hell für Wildschweine und vielleicht finden wir noch Rehe unterwegs. Mal sehen. Ich laufe mich jetzt mal warm, aber für heute habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Und wenn wir noch ein paar schöne Naturaufnahmen, Tieraufnahmen hinbekommen, dann gleich im Anschluss. Bis gleich.